solches Stück schon mal gesehen? Wie oft kann ich denn schon einmal meiner Kundschaft etwas anbieten, was derart fantastisch ist? Nun ist es also soweit. Richtig ist es nicht, doch notwendig. Für Gott. Für Gott. Für Gott. Für Gott. Gebe Gott.
I've seen much of the world. Patient A litt unter heftigen Magenkrämpfen, einer Herzschwäche und der Parkinson'schen Krankheit. Das sexuell infantil war möglich, gibt gewisse Andeutungen. Dass er sexuell nicht ganz funktioniert hat, da gibt es auch Andeutungen. Er hat schon abgebaut, nicht? Das hat man schon gemerkt, täglich. Jeden Morgen, was vorher ja nicht war, da wusste man, dem Chef geht es nicht gut. Sich vor Krankheiten gefürchtet, besonders Infektionskrankheiten. Zum Beispiel dauernd hat er schwerste Mittel nehmen wollen. Damals sind gerade die Sulfadrogen aufgekommen. Hat darauf bestanden, Sulfadrogen zu kriegen, die ihn zum Teil irgendwie vergiftet haben fast, weil er so eine Angst hatte vor Infektionen. Das geht möglicherweise darauf zurück, dass in der Familie sehr viel Krankheit war. Jede Erkältung hat ihn wahnsinnig aufgeregt. Tagebuch, was die physischen Krankheiten betrifft, eigentlich die beste Dokumentation. Und zwar um 13:30 im Sitzen schwindelig geworden, Gesicht blass. Es ist mir sehr schlecht, wie es noch nie war. Hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Und das hat möglicherweise etwas zu tun, dass dann seine Hauptfunktionen aggressiv waren. Genaues über seine Sexualität. Zum Beispiel bin ich absolut nicht überzeugt, dass er schwer pervers war. Er hat sich vor Frauen gefürchtet, war andererseits aber sehr angezogen. Seine Intimität ist es wahrscheinlich sehr selten gekommen. Ob es zu einem wirklichen Koitus gekommen ist, ist ganz unsicher. Die nach gewissen Andeutungen von Persönlichkeiten, die sie kannten, wie zum Beispiel die Gynäkologe, hat sie einen sogenannten Vaginismus gehabt. Also doch zwischen einer Potenzstörung und einem Vaginismus ist wahrscheinlich zu nicht viel gekommen. Schwer krank und hat trotzdem die Geschäfte irgendwie weiterführen können. Zum Teil vom Bett und zum Teil sich irgendwie aufgerabbelt. Er war auch irgendwie sehr stolz drauf, dass er im Stand war. Das hat wahrscheinlich etwas mit diesem fanatischen Glauben an seine Mission zu tun, dass er im Stand war, einigermaßen zu funktionieren, wo der gewöhnliche Mensch es absolut aufgegeben hat. Das Destruktive, das Grausame, zweifellos das Paranoide und dann auch noch eine gewisse hysterische exhibitionistischer Zug. Er war ein kolossaler Schauspieler. Das spielt eine große Rolle. Und deswegen hat man solche Schwierigkeiten, den Wirklichen zu erfassen. Man wusste nie genau, wo ist der Wirkliche. Keines der Leiden war so schwerwiegend, dass er seine Verbrechen verschuldet hätte oder erklären könnte. Keines der Leiden war so schwerwiegend, dass er seine Verbrechen verschuldet hätte oder erklären könnte. We'll be right back.
Hitlers wird sich in Zukunft daran messen lassen müssen, ob er der Versuchung psychologistischer Erklärungen widerstehen kann. Sonst wäre der Führer damals im Bunker der zerstörten Reichskanzlei seiner Verantwortung entkommen.